Ihnen zeigte sich heute eine sichtlich gut gelaunte Kanzlerin, die fröhlich erklärte, sie habe das Glück beim Schopfe gepackt. Das so gepackte Glück heißt Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Ministerpräsidentin des Saarlands gibt ihr Regierungsamt auf und wird neue Generalsekretärin der CDU. Es ist lang bekannt, dass die Kanzlerin viel von AKK hält, wie die Saarländerin in Kurzform genannt wird. Aber dass AKK statt ins Bundeskabinett einzuziehen ein Parteiamt übernimmt, das hat dann doch viele überrascht. Die Kanzlerin sendet damit ein deutliches Signal an ihre Partei. Wenn schon über meine Nachfolge debattiert wird, dann bringe ich selbst eine Kandidatin in Stellung. Aus Berlin, Mathis Feldhoff. Es beginnt mit einem verbalen Ausrutscher, wenn auch nur mit einem kleinen. Da wird die Neue gefragt, wie es ist, zweite Generalsekretärin der CDU zu werden. Und die Erste behauptet keck, sie sei gar nicht die Zweite. Sie ist die erste Frau in dem Amt. Also jede Generalsekretärin und jeder Generalsekretär der CDU Deutschlands hat bisher sein ganz eigenes. Da hatte Angela Merkel sich glatt selbst vergessen. Schließlich war sie doch die Erste. Das war eine echte Fehlleistung. Es ist in der Tat die Zweite, ja. Es ist ein bekanntes Gesicht, das die Kanzlerin heute präsentiert. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt in das Amt der Generalsekretärin wechselt, ist Coup und Angebot an die CDU gleichermaßen. Auf AKK, wie sie die Partei nennt, ruhen jetzt viele Hoffnungen. Die der Jüngeren, die nach Erneuerungen streben, wie auch die der Kanzlerin, der die Partei zu entgleiten droht. Ich bin der Auffassung, dass es gerade in solchen Zeiten eben nicht mehr nur genügt zu sagen, man sollte, man müsste oder andere müssen, sondern dass man dann, wenn man gefragt ist, eben auch bereit sein muss, selbst in das Engagement zu gehen. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer als Generalsekretärin ihre Kraft dafür einsetzen möchte, diese wunderbare Partei zusammenzuhalten und ihren Mitgliedern vielleicht auch in neuen Herausforderungen wieder mehr Heimat zu geben, das empfinde ich als ein großes Glück. Viele waren in den letzten Tagen als Kandidaten genannt worden. Jens Spahn, Julia Knöckner. Doch Merkel hat jemanden gewählt, dem sie vertraut, der aber auch den Respekt derjenigen hat, die wieder mehr CDU pur aus dem Adenauerhaus wollen. Es geht im Kern doch vor allem darum, dass wir die ganze Breite der Partei auch im Team miteinander abbilden und zeigen, was die Volkspartei Union insgesamt alles kann und zu bieten hat. Und da ist das heute schon mal ein gutes Signal. Mit Kramp-Karrenbauer wechselt eine erfolgreiche Ministerpräsidentin jetzt in die Tiefen des Parteimanagements. Zweimal ist sie im Saarland wiedergewählt worden. Gerade die Wahl vor einem Jahr, als ihr Rot-Rot fast den Rang ablief, hat ihr den Ruf einer Kämpferin verschafft. Sie gilt als sozial, sie unterstützte die Flüchtlingspolitik Merkels, zeigt jetzt aber Härte bei Abschiebungen abgelehnter Flüchtlinge. Die Aufgabe ist jetzt, den Streit zu moderieren, der in der Partei tobt, wie rechts darf oder muss die CDU sein. Im Moment habe ich den Eindruck, dass einige unter Verjüngung verstehen, dass die Partei ihren Kurs verändert. Und das darf nicht sein. Mein Eindruck ist, die allermeisten Menschen in diesem Land wollen Recht, Sicherheit, Ordnung. Leitkultur hat über 80% Zustimmung in der Bevölkerung. Das Bedürfnis nach Heimat ist groß. Kramp-Karrenbauer kündigt heute schon mal an, diese Debatte nimmt keine Rücksicht auf die Kanzlerin. Ich will auch deutlich machen, dass das keine Diskussion sein wird nach dem Motto, wir beschäftigen die Partei, damit in Ruhe regiert werden kann. Verabschiedet wurde heute Peter Tauber. Für viele glücklos im Amt als Generalsekretär. Zu merkelhörig, zu harmlos, zu überfordert, so die bittere Bilanz. Dabei hatte auch Tauber mal als echter Merkel-Kritiker begonnen im Jahr 2005. Ich kann leider nicht erkennen, dass die Union in diesem Bundestagswahlkampf die Menschen ausreichend im Herzen berührt hat. Das ist vielleicht die größte Herausforderung der neuen Generalsekretärin, im System Merkel nicht zur Unkenntlichkeit zu verkümmern. Und die neue Generalsekretärin ist uns jetzt auch direkt zugeschaltet. Guten Abend, Frau Kramp-Karrenbauer. Hallo, guten Abend. Sie haben heute gesagt, also für die Kronprinzessinnenrolle oder überhaupt Prinzessinnenrolle, das sei nun so gar nicht Ihr Ding, aber eine politische Erbschaft ausschlagen würden Sie auch nicht, oder? Naja, es ist schon so, dass ich weiß, dass mir das Etikett jetzt angeheftet worden ist. Für mich hat sich die Frage gestellt, ob das für mich der Grund ist, Verantwortung, die ich sehe, nicht zu übernehmen. Und mich hält das nicht davon ab, mich dieser Aufgabe als Generalsekretärin zu widmen.
Naja, aber man gibt ja nicht so ein schönes Ministerpräsidentenamt ab und geht als Generalsekretärin nach Berlin, wenn man nicht einen größeren und weiter gesteckten Plan hätte. Das gesamte politische System hängt aus meiner Sicht vor allen Dingen auch an der Stabilität von Parteien und insbesondere vom Modell der Volksparteien ab. Und wir sind im Moment in einem schweren Fahrwasser, die Volksparteien insgesamt und auch die CDU. Und ich habe dieser Partei sehr, sehr viel zu verdanken. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, dass ich auch etwas zurückgebe. Einige in Ihrer Partei sagen bereits, das ist womöglich bald das Ende der Volkspartei CDU. Andere warnen vor einer inhaltlichen Entleerung und sagen, dass die Partei angesichts dieses Koalitionsvertrags eigentlich fast alles hat mit sich machen lassen. Was halten Sie diesen kritischen Stimmen entgegen? Ich halte diesen Stimmen entgegen, dass ich diesen Koalitionsvertrag zum Teil ja selbst sehr aktiv mit verhandelt habe, etwa im Bildungs- und Forschungsteil, der aus meiner Sicht sehr gut gelungen ist. Das sagen auch viele in der Republik. Und das ist ein klassischer Kompromiss. Er trägt an vielen Stellen auch unsere Handschrift. Und trotzdem müssen wir uns, und das ist eine große Herausforderung, gerade als Regierungspartei, auch immer wieder neu vergewissern, uns auch erneuern. Und das wird jetzt auch der Prozess eines neuen Grundsatzes Programmes sein, den wir von der Basis aufgreifen. Und das wird meine Hauptaufgabe sein, das auch mitzugestalten. Die große Frage wird sein, in welche Richtung Sie dieses Grundsatzprogramm lenken wollen. Es gibt ja in der Union die Forderung, und nicht nur bei der CSU, dass es ein Programm sein muss von der Mitte bis demokratisch rechts, also auch rechts der Mitte. Es muss eine ganz breit aufgestellte Mitte sein. Und ich glaube, dass sich Parteien auch selbst klein machen, wenn sie nur überlegen, wem kann ich irgendwie nachlaufen. Unsere Aufgabe muss es sein, die Fragen, die Menschen haben, in die Mitte der Gesellschaft, in die politische, demokratische Mitte zu nehmen und ihnen ein Angebot bei uns zu bieten und sie nicht dazu zu zwingen, sich die Antworten woanders zu suchen. Das ist eine offensive Herangehensweise und die will ich vorantreiben. Das scheint ja in den letzten Jahren nicht mehr geklappt zu haben, sonst würde die CDU nicht zum Teil in einigen Bundesländern bereits von der AfD überholt werden. Und sonst müsste nicht die CSU inzwischen aufgeschreckt von einer konservativen Revolution sprechen, die nötig sei. Ja, wir müssen auf jeden Fall in diesem Bereich auch wieder besser werden. Wir haben extrem bewegte Jahre jetzt hinter uns mit der Flüchtlingskrise, aber auch vorher mit der Wirtschafts- und Finanzkrise. Und das hinterlässt auch alle Spuren in der Gesellschaft, auch bei uns in der Partei. Und deswegen ist der Prozess, den wir in der Partei machen, natürlich ein Stück weit auch Spiegelung dessen, was zurzeit bei den Menschen diskutiert wird. Und wenn man eine in der Mitte der Bevölkerung verankerte Volkspartei sein will, dann muss man sich diesen Diskussionen und Prozessen stellen. Und das werden wir jetzt mit aller Kraft tun. Aber was heißt das denn konkret für jene in Ihrer Partei, die die CDU wieder stärker nach rechts rücken wollen und sagen, nur so können wir überhaupt langfristig überleben? Das heißt, dass wir eine klare Haltung annehmen mit Blick auf das, was Menschen auch erwarten. Sicherheit, auch dass Punkte durchgesetzt werden. Das heißt nicht, dass wir in den Wettbewerb eintreten um die schrillsten, um die schärfsten Forderungen. Aber das, was wir politisch vereinbaren, das, was etwa in Koalitionsverträgen vereinbart ist, das muss dann auch konsequent und robust umgesetzt werden. Das ist die Aufgabe der Regierung, der Fraktion, aber eben auch der Partei, die das in den Diskursen mitbegleiten muss. Was wäre denn für Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, da vertrete ich eine wirklich konservative Haltung, auch konservativer als zum Beispiel die Kanzlerin? Ja, meine Haltung zum Beispiel zum Thema Ehe für alle ist bekannt. Ich bin sicherlich auch sehr strikt in meinem Weltbild, auch was das Thema Lebensschutz am Anfang und am Ende des Lebens anbelangt. Und als langjährige ehemalige Innenministerin weiß ich eben auch, dass die Akzeptanz, dass das Vertrauen der Menschen in den Staat eben auch daran hängt, dass sie den Eindruck haben, dieser Staat ist Konsequenz in seinem Handeln. Und das müssen wir jeden Tag immer wieder neu beweisen. Also mit zum Beispiel mehr Abschiebung auch oder Obergrenze? Also dort, wo das Asylrecht, das ja eine Medaille mit zwei Seiten ist, den einen, die das Recht haben, das auch anerkannt ist, zu bleiben, denen auch gute Perspektiven zu bieten. Aber die dieses Recht haben, dass sie eben das Land auch verlassen müssen, am besten freiwillig. Aber wenn dies nicht gelingt, muss der Staat auch diese Konsequenz durchsetzen. Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW, hat jetzt letztens in einem Interview gesagt, Konservativismus ist nicht Kern der CDU. Stimmen Sie dem zu oder würden Sie sagen, nee, also das ist mir jetzt dann doch zu nicht konservativ?
Also unsere Grundlage ist das christliche Menschenbild und wir haben drei Wurzeln, die uns halten. Das ist die konservative Wurzel, das ist das Liberale und das Christsoziale. Und die Partei war immer dann stark, wenn sie diese drei Wurzeln auch wirklich für sich in Anspruch genommen hat, genutzt hat. Und wenn wir in Zukunft auch weiter die starke Partei der Mitte sein wollen, dann wird es genau darauf auch ankommen. Ich frage jetzt, ob Sie damit den zornigen jungen Männern in Ihrer Partei weit genug entgegenkommen. Die FDP hat das sozusagen schon auf den Punkt gebracht, was jetzt vielleicht die Jens Spahns oder Linnemanns sich so nicht auszudrücken trauen würden. Und hat gesagt, nun, Sie sind der Kanzlerin so ähnlich, da hat man jetzt neben der großen Merkel noch eine kleine Merkel, aber eigentlich ist das weiter so. Nein, also wenn die FDP halt in ihrem Werkzeugkasten nur einen Holzhammer hat, dann ist für sie auch alles nur ein Nagel, den man damit bearbeiten kann. Ich glaube, die Reaktionen heute in der Partei vom Wirtschaftsflügel bis zur CDA und viele andere Gruppierungen haben gezeigt, dass ich gute Verbindungen in all diese Gruppen habe. Und meine Aufgabe wird es jetzt sein, das zusammenzuführen und zusammenzuhalten. Deswegen trete ich für diese Aufgabe auf dem Bundesparteitag an. Frau Kramp-Karrenbauer, vielen Dank für das Gespräch.